Welkom terug bij Oink Enterprise TV, Beatbox Education Channel, part 3. Cool. Ik heb me zo gefreut op dit video. Wirklich. Und endlich bin ich jetzt dazu gekommen, den dritten Teil von dem sensationellen B-Box Education Kurs zu produzieren. Ja, ist das nicht sensationell? Und darum? Da war die Werbung. Willkommen bei Oink Enterprise TV, B-Box Education Channel. Mit Zuckungen, mit Gesichtszuckungen. Genau. Ist da. So. Genau, das ist jetzt der Moment, wo ich etwas machen muss, oder bin ich immer gestresst. Darum trinke ich noch ein Wasser. Aber. Und das ist mir. Boom. Boo, bay. Mm-hmm.
Marketing, und ich lehrt im TV. Was ist das Problem? Weiß nicht, was ist denn das genau? Para, 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 para. Ich besinne mich zurück zu den Wurzeln. Geschwindigkeit. Kraft. Puh! Loslo. Genau, der Fechter. Und Luft, genau, die Luft. Genau. And now it's 5 on the belief of the terrorive. Und das ist für die Queen. Für die Eddie Queen. Es gibt nur noch nur die einzige richtige. Ich meine, ich rede von richtigen Queen. Aber die einzige richtige. Ja. Sie hat viel Gesicht. Oh ja, glaube ich. Oh ja, Queen, Queen, Queen. Viel Gesichter. Was ist das? Ich habe Licht gesehen, wann wir zu. Ja, Video ist aber immer etwas im Rücken. Was ist das? Habt ihr das auch gesehen, Mann? Oder habe ich das geträumt? Bin ich am dekompensieren? Bin ich, habe ich leichter gesehen, was es gar nicht gibt? Soll ich schauen ans Fenster? Soll ich die Brille anlegen, dass ich besser sehe? Vielleicht waren es auch die UFOs, aber seit ich von den UFOs gehört habe, so, warte ich eigentlich darauf, dass sie mich abholen. Scheint, machen sie das und so alle machen so, ah, ich bin entführt worden. Ich sage, nein, echt von Aliens. Shit, Mann, das möchte ich erleben. Mann, da nehme ich sogar eine fucking Analsonde in Kauf, komm, da gibt es Schlimmeres, echt. Aliens im Raumschiff und so, Mann. Außerirdische Technologie in meinem Arsch, Mann. Echt, ich warte drauf. Vielleicht war es gewesen, vielleicht sind sie mich auschecken. Vielleicht bin ich für sie ein auserwähltes Versuchskaninchen. Oder so, wie wir uns das vorstellen. Tja, ich stelle mir zu Verfügung. Das geht auch Aliens, die uns vielleicht abhören auf ihrem Alien-Came-Dienst für die galaxische Sicherstellung von Ruhe und Frieden und so. So wollt ihr die Menschen verstehen. Ich erzähle noch etwas über die Menschen. Ich komme im Fall daraus, ich bin ein Mensch. Oh ja. Und ich studiere mich schon mein Leben lang, weil ich nicht genau weiß, was so ein Mensch soll. Also ich weiß es aber mittlerweile schon ein bisschen. Wir auch, hä? Das ist ja unser Problem.
Ja, weil wir so selber verantwortlich sind für uns. Zu jeder Zeit. Schon immer gewesen, schon als Kind. Come on. Als Kind ist man schon autonom. Bibi, ist alles automatisch. Der Rest ist der Mami-Papi-Komplex. Es ist traurig, wenn man Papi und Mami verliert. Das Kind überlebt trotzdem. Ich muss das natürlich bewältigen. Wie das auch immer macht. Ich empfehle nicht psychiatrische Massnahmen. Also. Aus persönlicher eigener Erfahrung. Boom, bap, boom, bap. Psyche kommt voll Scheiße rein. Verstehst du, ist nicht so genial. Sie tut uns klein erscheinen. Als Instanz und Moral. Von meiner geistigen Gesundheit, die sie ganz besonders gut kennt. Obwohl ich das in Zweifel stelle, weil sie mir es zeigt, dass sie nicht gerade die Hellste sind, doch nicht von einem anderen Stern. Ich verstehe ja, dass sie ihre Kittel tragen, gern. Doch ist das mir doch einerlei und interessiert es mich doch wenig, solange mich nicht ins Zimmer gespliess ist. Kopfverteilung. Pipi-pipi-pipi-psychiatrie, pipi-psychiatrie, 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 pipi-psychiatrie. Pipi-psychiatrie, mache pipi auf Psychiatrie. Ich mache pipi auf Psychiatrie, weil 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 ich mache aui pipi auf Psychiatrie, aui pipi auf Psychiatrie, aui pipi auf Psychiatrie. Alle Pipi auf Psychiatrie, also machen alle zusammen mit mir Pipi auf die Psychiatrie, also machen doch alle zusammen mit mir Pipi auf die verdammte Psychiatrie. Ich lasse euch alle ins Spiel zu urinieren, nicht ins Spiel, selbstverständlich, aber in der Waldau, in Bern, das ist ja alles verpisst. Das wird es im Fall niemand merken. Ja, verpisst, Mann. Ist voll verpisst. Ja, eben. Ich habe gesagt, es geht nur um B-Box. Ich habe es versprochen. Und das war alles B-Box gewesen, oder? Aber eben das Banale. Ja, sorry. Schon wieder 13 Minuten. Und warum 13? Und warum fällt mir jetzt das gerade bei 13 auf? Und Numerologie interessiert die B-Boxer eigentlich nicht und darum wird jetzt auch nicht darüber reden, weil ich keine Ahnung davon habe, weil ich dort genauso wenig Experte drin bin wie im B-Boxer. Und eben, da habe ich auch meine Position als Schüler und die vertrete ich gerne. So. Also, seid mit mir zusammen in der Klasse hier, B-Boxing-Klasse. Beatboxing-Klasse hilft uns zu artikulieren, uns nicht mehr so fest zu genieren, wenn wir uns verbalisieren, unser Mu analysieren, unsere Muskeln definieren, sie brauchen in einer Manier, damit wir Manieren kapieren. Hey, das ist doch schön, so Wortakrobatik. Ich habe es schon mal gesagt, in Part 2 auf SRF. Jo, Beilage hin oder her, ich will mein SRF so schwer kritisieren, schon ein bisschen den ganzen Sportreport. Every day auf SF 1 und 2 und 3 und 5 und 7, verstehst du? Machen doch einfach so einen öffentlichen Sportsender bereit, so dass ich mal Ruhe habe auf meinem Programm und nicht ständig eine Ausnahme machen für Tennis, Sport. Fußball für all die, die das gaffen, ist sowieso schon übervertreten im privaten Angebot. Das Fußball ist überall, ich bekomme noch pickelnde Wege, sind nur noch rot. Und bei Boxen kaum, das ist hier überhaupt nicht angebracht. Und das ist der Unenterprise TV, Boxing Channel, da musst du immer ein bisschen improvisieren und weniger reden, weil das ist zu viel Gesang. Das ist nicht so geil und das macht nicht still. Die Kurve nach oben, immer voll gut
Wat slapen, eten, blabber, verbarat, barat, tarat, tamba, mtum, boem, patent, teja. Subarab, tim, mura, mada, kum, en doem, de tem, bum, 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 Tabatabatabum, boom, tabatabatabum, tabatabatabum, boom, tabatabatabum, 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 tap 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 Oh my god. Il bourre. Il est là-dessus. Oh my god. Ah. Ik speur het. Oh. Ze schreef ik. Oh. Ze is een speedpot monster. Mayday. 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 Pourtaba, pourtaba, je fais tout le monde pourtaba, pourtana, pourtana nicotina. Je veux pas fumer, mon frère, tu sais, mes poumons, c'est blindé de poumons, c'est blindé de terrain. Comment on dit là le truc dans les poumons, tu vois, ça ne fait pas du bien. Jetzt mache ich das wie die anderen schlaues Werk, wie blende ich für meinen eigenen YouTube-Sender. Das ist noch etwas auslesen. Oink Enterprise TV. Oink Enterprise TV. Oink.
Primeiro, não lega o espírito privado, sabe? Tanto 10 minutos, 20 minutos. Ao vir do estômago, primeiro esquema. Abre a única nobra. Mas uma roberta e fui. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist ja alles so schlecht. Das ist nicht so schwierig. Es ist gleich, wie wenn alle Uhren gut sind, dann weißt du auch nicht, wer das nehmen. Das genau das gleiche Problem. Naja. Nein, ich habe gelogen, ich finde es alles super. Aber auch weniger Huren super als andere, die ich mehr Huren super finde. Aber es liegt daran, dass ich persönliche Narzisstikkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegen habe. Und dort bin ich dadurch völlig, was meine Selbstliebe zu mir betrifft, ist krankheitsbedingt. Da kann ich nichts dafür. Ich kann auch so nichts dafür, dass ich ständig sage, ich bin so unglaublich cool und ich sehe so gut aus und ich bin so intelligent und ich kann so unglaublich gut argumentieren und. Ich kann nichts dafür, sorry. Ich kann gerne mit einem Arzt darüber reden, wie man mit so Leuten muss umgehen, dass sie sozialverträglich sind. Es ist sozusagen aktive Opferunterstützung, Opferhilfe. Es geht völlig in den Charity-Bereich. Also Leute, die sich mit mir unterhalten oder abgeben, die machen automatisch Opferhilfe. Und ich liebe es natürlich der anderen, vor allem zu sagen, wie unglaublich cool ich bin. Das mache ich am liebsten. Dort. Ja. Dort finde ich wahre Zufriedenheit. Elefantas. Das ist eine Werbeblende. Ta ta ta, gleich geht's weiter. Aber niemand weet, dat is bijna mijn stoel. Holt,
graag aan vir jou toe met masters. Und der Rieger bewacht und sein Traum schläft weiter, weil der Zauber wirkt. Menschenkinder. Oh, Vater, Vater. Where did the fake war? So, viel zur Werbung. Ist das nicht toll? Oink Enterprise finanziert. Der Beatbox ist eigentlich auch selber aktiv mit. Ja. So. Toll. Juhu. So, es ist schon hure lang. He. Es geht, weißt du, scheisse mich an, wenn ich so lange Video mache. Weißt du, so muss ich immer so lange warten, bis sie auf YouTube sind. Und nachher. Wenn sie aber endlich dort sind, dann gehe ich sofort, wenn ich Zeit habe, schauen. Und dann schaue ich mir mich selber, ziehe ich mich rein, nachher 30 Minuten lang. Wow. Das ist irgendwie wie Onanieren auf einer nicht sexuellen Ebene. Ja. Ja. Oder wenn man selber zärtlich selber zu sich ist. Es funktioniert nur halb. Man muss sich so können anlügen. Aber wenn man gut sich selber belügen kann, dann kann man sich auch gut selber. Streicheln. Und hinter dem Ohr kraulen, so. Buh, papi, buh, 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 buh. Komm, ich komme noch eine Beatbox aus, oder nicht? Also, darum jetzt machen wir noch eine Werbung für den Swiss Battle. Ich weiß nicht mehr, ob es auf Champ, ich weiß nicht, wie es geheißen hat, aber es ist auch das bekannteste, also, weil es überall Plakate aufgehängt. Also, das. Das ist cool. Und geht dort her schauen und. Unterstützen, dass ihr dem noch sinnlos betrinkt oder in dem noch sinnlos nicht betrinkt. Und hat eine gute Zeit dort und lasst den Stimmakrobaten zu, die jungen Talente, die hier oben sind in der Schweiz, weil auch die Schweiz hat tatsächlich auch so etwas wie eine Kulturszene, auch wenn alle das Gefühl haben, sie nicht so. Und da meine ich auch so die Jungen, die einfach so Hobbyzeug machen. So. Und die Alten, die Hobbyzüge machen. So Hobbyzüge, so wird einfach generell unterschätzt. Hobbyzüge ist eigentlich viel interessanteres Zeug als nicht Hobbyzüge. Weil die Leute ihre Leidenschaft dort verwirklichen und dort wahres Interesse verfolgen, und nämlich ihr eigenes. Darum sind sie dort auch gut. Irgendwie logisch. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch schon fleissig mit mir mitgeübt. Ich würde sagen, so eine Grundbeise hat man hergebracht und gesagt, er ist Pier. Und wenn man macht wenn man bei 3 aufhört, ist es 3, 3, 2. Und wenn man bis auf 4 zählt, dann ist es 4, 4. Und wenn man bis auf 8 zählt, dann ist es irgendwie etwas anderes. Und das kann man einfach ausprobieren. Und das liegt am 8. Das liegt. Wenn man mir den Rhythmus so hätte erklärt, hätte ich es, glaube ich, relativ schnell begriffen.
Mir hat es mir viel komplizierter erklärt, von wegen schlägst du. Und ich so, was? Ich habe nichts gemacht. Und sie so, nein, nein, weißt du, Schläger muss singen. Und das ist Huren wichtig. Zähl einfach auf 4, dann machst du 4-4 oder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sorry Mann, das kann sogar ein 3-Jähriger verstehen. So viel zu ProPix Solution, Advanced Solution for Human Being, ja. Dass wir ein bisschen mehr können, als was wir jetzt schon können. Wir können ja schon viel, aber noch nicht so effizient. Also ich bin völlig unzufrieden mit dem, was ich habe. Ich finde, ich könnte das alles noch viel besser können lernen. Aber es braucht ja so viel Zeit. Und Beatboxen habe ich ja erst angefangen. Heute, und ich bin schon 35 und ich will Beatbox-Star werden. Laut meinem Businessplan werde ich das erst mit 65. Es braucht auch so viel Zeit in unserer Welt. Das ist furchtbar. Ich möchte es lieber schon 2 Jahre sein. Aber es wird ja nicht schaffen. Aber vielleicht mit 65. Also habe ich das dort mal verankert und so. Und seit heute arbeite ich daran. Und jetzt kommt in Part 3 natürlich die Trr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 r
die zwei sind Geld aus Eis. Die dritte, super Advanced Technology Solution, so für euch jetzt hier. Kopieren. Dramatische Pause, um das zu wirken. Und kopiere ich sehr effizient. Dann kopiere ich jetzt etwas. Das geht nicht so. Boom.
Und kontemporäner Tänzer tut es nachher einfach mit seinem Körper aus. Ist das nicht? So viel zum 1, 2, 3 im Beatbox. Ich kann es auch komplex machen. Nicht besser natürlich. Für Leute, die Experten sind. Die dürfen mir auch ganz gerne Anregungen geben. Ich bin natürlich sehr, sehr froh. Sogar ich bitte noch sogar darum für all die, die wirklich Erfahrungen schon haben mit Beatboxen. In dem Sinne einfach vorgeschritten sind, weil sie mehr Lebenszeit damit verbracht haben, sich damit auseinanderzusetzen. Anders gesagt, sie haben mehr Zeit investiert als ich. Und da habe ich erst heute angefangen. Dann hast du ein paar erbärmliche Versuche unter der Dusche. Auch schaut ja mal. Darum heute ist der grosse Tag. Darum bin ich also dann dankbar, dem Typ, der die ganzen Plakate aufgehängt hat für irgendjemanden und so, aus irgendwelchen Gründen. Zum Werbung machen natürlich für das. Genau, das Beatbox Festival, Beatbox, Swiss, Meisterschaft, Meisterschaft, das ist für die Meisterschaft, die tut Meister erschaffen, nein, das ist nicht klar so, weil der Meister muss schon vorher da sein, zum Mitmachen, aber ist klar, wenn man nicht eingeladen wird, wird er auch kein Meister, Darbietung schaffen. Thank you.
Sowieso kopiere ich das ganz sowieso, mache ich so mal. Möchte so gut sein wie die, wo nichts kopiere, verstehst. Geschwing, 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 noch ein machen, sting, 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 repetieren, titieren, vieren, frittieren. Machst du es mal wieder, watch oder eben mal nicht. Schau mal ab oder erfindest irgendetwas. Oh nicht, oh nicht, oh nicht, oh na, oh na, oh na, oh ne, oh ne. Oh nee, oh nee, je, nee, je, nee, je, nee, je, je, hm, je, nee, je, nee, hm, hm, nee, hm, nee, hm, je, hm, je, hm, nee, 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 nee. Ja klar, man. Hey, man. Mal, glaub mir's. Glaub mir's wirklich. Nein, ich meine es ehrlich. Also, beides. Ja, nein. Nein, ja. Ja, nein. Nein, ja. Ja, nein. Yo ne, yo ne, yo. Ain't marijuana. Marijuana. Pow. Beep, 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 beep. Give me your dollar. Bere, 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 bere. Give me your dollar. Give me your dollar. I need marijuana. Give me your dollar. I need marijuana. Give me your dollar. Because I need some marijuana. Give me your dollar. I need some marijuana. Give me. They need.
Jane Dola. I need marijuana. Hey, I need some Dola. Yours, yours, because I want marijuana. Come on. Give me your dollar. Because I want marijuana. Give me your dollar. Because I want marijuana. Give me your dollar. Because I want marijuana. I want marijuana. Please give me $1. Money is what I need. Yours, actually. Money is what I need. Yeah. I need money is what I need. 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 I need some money to go. Give you money for a coffee to go. Give me your money for my coffee to go. With 2 sugar, please. And milk. Thanks a lot. Zo, als ik hoop dat je zo ganz veel kunnen berühren. Natuurlijk op seelisch, emotional niveau. Met mijn toch uiterst expressieve darbietingsvormen, die ik toch hier euch zur Verfügung stelle. Die ik zou einladen, euch selber zu entdecken. Wenn ihr das so wollt und wenn ihr das im Fall nicht wollt, dann macht es nicht. Oder mache es trotzdem. Das ist eben meine Haltung, ich mische mich da nicht ein. Ich kann es ja so wie ich mache alles immer nur halb. Das ist ein Kompromiss. Dann mache ich es, aber nicht ganz. Hatsch. Lalala. Jeder hat seine eigenen kleinen Techniken, um sich selber klarzukommen. Meine ist zum Beispiel, wenn ich alleine daheim bin und niemand da ist, wo ich reden kann, so Beatbox-Channels machen zum Beispiel. Dann vergesse ich immer die Kamera zu schauen und ich schaue immer mehr an, weil ich mich so gerne beobachte. Ja, jetzt bin ich ganz alleine daheim, seit 48 Minuten und filme mich für euch. Und mache ein Beatbox-Seelen-Striptease, um euch zu einzuladen, mal Beatboxen zu probieren, es ist wirklich lustig. Und eben, ich habe auch kein Talent dafür und ich bin auch nicht musikbegabt. Und so wie wir alle anderen auch nicht. Wir haben auch Lernschwächen, das ist ganz schlimm. Also ich rede nur von mir, andere sind einfach, ich habe überhaupt keine Lernschwächen. Aber ich, darum wird jetzt Philosophie auch nicht wahrgenommen. Wegen meiner Begagestie, wegen Gelanestie, wo ich seitdem nicht so gut kann links von rechts unterscheiden. So, glaub's. Ich weiß es eben nicht so gut. Boom, bam. Wir können uns mal machen, weil das ja eigentlich Rhythmus ist. Im Schlagzeug orientiert, musst du pokern. Boom. Ich finde, die ist noch schwierig. Da könnt ihr Anregungen brauchen, wie kann man geil Pokémon. Puh, 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 puh
Nach mit Bildschirm putzen. Ja, ist wirklich tricky, Mann. Ja. Ich glaube, es ist Stuss. Because I need marijuana to drug myself. Because without drugging myself, I not feeling to going well. It's psychiatrists learning me this, and this was a really good lesson in my life. Because psychiatry, they teach me, look my son, everything will become alright. You just need the right drug for you. And you don't want to take the right route with we force you because you need it. Now I'm forcing myself because I take the same technology for myself now because I'm learning this shit. And I force myself to smoke marijuana a lot every day to treat my disorder. To treat my disorders because there are many of them. Because other told me, hey, you have a disorder. Oh no, really? Yes, listen, because you are people are gay. Understand, this is not normal. But take drugs and everything will be fine. Take the drugs the rest of your life, my friend, and everything will be fine. Trust me. And I say, really? And he said, of course. And I said, all right. I try, my friend. I try to trust you. And I try. And I fail. Because maybe my trusting was not big enough. But whatever. Whatever. Why I talk this guy? Why I talk like somebody I am not? Why? Because the disorders. Now this is the proof I am disordered. Completely. Sometimes not. And I cannot know when is and when no, but I need to listen to the authors. They say, hey, no, you are in this computation, this participation. You're not stable anymore, you need more drugs. You need more drugs. I say, yeah, okay, but carefully, please, with drugs, it's dangerous, okay. And they say, yeah, of course. We know exactly something, little bit about it. When you die about, we know why. Because the drugs. Because they were too much. And after we know. So it's not completely without sense. Bravo. Bravo. Boom. Bravo, das ist für einen Oberarzt. Er ist im Ghetto und steht immer parat. Ist zwar nie um, weiß nicht genau, was er macht, aber er macht sicher ganz viel wichtige Stuff. Ja. Bürokratie und Berichte schreiben, Weiterbildungen, Seminar go. Brötchen vorbeibringen. Auch wenn dort gar niemand singt. Bla bla
blablabla und man will bestimmen, wer ist geistig noch gesund und wer ist nicht paranormal. Ich sehe das alles schon völligst anal. Bei anal ist der Wechsel von Plus zu Minus. Ein Jahr ist Plus und das andere Minus. Nur dazwischen, das ist Neujahr. Oh mein Gott, bei den Chinesen ist das ganz anders und das ist kompliziert. Hey, aber ich dekompensiere völlig jetzt live hier vor Ort, Mann. Und zum Glück bin ich mit mir vor der Kamera. Und darum kann ich es selber auf mich wirken. Also, Christian, lass zu, es geht alles gut. Du tust jetzt einatmen. Weißt du, das eine Mal gelernt hast, in den Psychiatrietagen, die du erzählt hast, wo du gelernt hast, zu atmen. Und in mich hineinzugehen. Ich schließe jetzt hier. So ist die Fahrt. Und wenn du Beatbox-König oder King vom Universum und Schwert, dann musst du jetzt so tun, wie es schon bist. Der Best. Beatboxen auf Erden. Buh! So ist krass, scheiß mal. TV. Oh, Englishman represent now. Komplexe Brautie. Du bist ein Superstar. Du machst es schon klar. Du bist geistig von dieser Welt. Mach jetzt aber Hip-Hop. Oder Geld. Und ich weiss den Text nicht mehr, so tausendmal gelassen und weiss es eigentlich, fick ich mich selber hier vor der Kamera bei der Löwe, kopiere ich etwas, wo ist schon parat, aber er ist halt so beeindruckend gsi auf mich, wo ich noch lieb gsi. Im Bett, ich weiss es nicht, hab ich da oben noch gelassen mit dem Walkman, der Rap. Gott auf der CD, den ich hatte, völlig verkratzt bekommen vom Jonas. Der hat es nicht mehr so gelöst, dann habe ich mir den Scheiß halt mal reingezogen. Es ist voll abgegangen, er hat nicht gelogen, er ist ein verdammter Krieger und hat gecheckt, was geht. Schon so junge Jahre hat er einen Intellekt entdeckt, ey, in sich innen, in dem er mit sich selber durchdringen und versteht und die anderen stimmt nicht, tut bestimmen, aber Texte verfasst, in dem ich möglichst draus komme und mich reduzieren auf sein Fach und sagen, das ist nicht so einfach, bin völlig improvisiert, wenn ich ihn imitiere hier, aber was soll das Scheiße, das ist hier wieder mal für ihn, ich bin so eingedruckt und das ist schon, wie man sagt, Arschlecken, aber er versteht, also darum ist das okay und ich mache mir überhaupt keine Sorgen, weil er wird das wohl nie zu Ohren bekommen, oder?
sich Sorgen machen, der Wegen, weil okay, das ist verwegen, nur meine Meinung von seinem Leben, wo ich doch einen kenne, nur so aus dem TV und aus den TV-Boxen, aus den kleinen Seegassen, Strassen, wenn ich mit dem Walkman durch die Gassen bin gelaufen, was ich eigentlich nie gemacht habe, weil ich daheim habe genossen. Aber was soll das hier? Das ist gar nicht mein Text, sondern ich probiere mich zu erinnern, wie das ist gegangen und das ist so gegangen. Hey, zack, da eben es Muri, komm, sag, bata, komm die Leute auf mich zu, mir was wissen du mir, paar Musik und Deutsch sprechen, sang immer zu, das sag ich ja, schau ins Publikum, schau dich an und schau dich um, und die schwufen wie die Doofen, oben rum, unten rum,
Ja, und wenn der jetzt sowieso so kaputt sieht, dass du nicht besser die dass auf YouTube so scheiß Videos rein sind. Stundenlang. Und wenn der jetzt dafür gespult hat, dann gibt es noch nichts an, aber wenn du das ist alles angeschaut hast. So wie ich das wahrscheinlich wieder machen, früher oder später, in einem schwachen Moment von einer narzisstischen Kompensation. Das ist der Hardcore, Mann. Dann habe ich noch gern. Das sind jetzt schon meine Freunde. Ist das nicht schön? Irgendwie kann ich mich gar nicht trennen von diesem Beatbox-Channel. Irgendwie. Das ist wirklich eine ganz gute Sache. Und ich hoffe, wird mal ein versierter Beatboxer.
boom, boom. Boom. Boom, boom. Na, boom. Ba, boom. Boom, ba, boom. Ba, boom. Boom, ba, boom. Boom, na, boom. Boom, ba, boom, na.
Schön hat er zugeschaut bei Oink Enterprise TV, liebe Menschenkinder. Hat Spass am Beatbox machen. Bei euch daheim oder auf der Arbeit, Baustelle, könnt ihr Kapuze und Beatboxen dazu. Man muss einfach Lebenszeit rentabilisieren, das ist der wahre Wert, das wisst ihr hoffentlich. Und das Geld ist der virtuelle Wert, den wir selber definieren, durch dem, wie wir das Geld ausgeben und wie wir es erwirtschaften. Und das machen wir alles mit unserer Lebenszeit. Ja, nicht wahr, oder? So, also ist das eigentlich der Referenzpunkt für die Fragestellung. Was die virtuelle Werte da vom Geld. Ist das nicht. Es hat schon etwas Poetisches. Ja, dann wird auch in 5 bis 7 Monaten der vierte Teil, Beatbox-Channel, Beatbox-Education-Channel für... Oh, Beatbox! 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 Genau. So, tschüss.